dann hast du die 10 als neue Ebene Das neue Null. Da sozusagen. kannst du jetzt wieder anfangen, von Null angefangen, da kommt das bloß auf einer anderen qualitativen Ebene. Dasselbe im Grunde immer und immer und immer wieder. Und immer wieder grüßt das Murmeltier. Das Entscheidende, was ich an der Stelle wissen will, ist, kann man daraus schließen, dass das Zehnersystem sozusagen in der Natur der Dinge selbst angelegt Das ist ist? absolut da angelegt. Das ist absolut angelegt, ja. Wie Und kommt das? zwar geht das schon aus der Funktionsganzheit hervor. Und in der Funktionsganzheit brauchst du 4 Schritte. Letztendlich musst du 4 Lichtpunkte setzen, um diese überhaupt zu verwirklichen. Also, und die musst du ja jetzt wieder anders bezeichnen. Und du bezeichnest die eben als 1, 2, 3, 4. So, wenn du 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 4 ist 10. Und schon bist du wieder bei der 10. Das ist voll und auf da angelegt, dieses Zehnersystem. Das steckt schon vollkommen da drinnen. In Wie der kommt es Funktionalität. dann, dass jahrhundertelang das Zwölfersystem Das habe ich euch auch schon mal erklärt. Das Zehnersystem baut ja letztendlich auf diese Strukturentwicklung auf. So, was das Funktionale ist, das geht ja mehr ins Zeitliche. Und das baut ja letztendlich auf der 60 auf, aus der Funktionsganzheit, bezogen auf die Göttlichkeit, bezogen auf den Menschen durch 5. Und da bist du beim Zwölfersystem. Das ist im Prinzip die Entwicklungsphase des Subjektes im Objekt, Müller, des Menschen innerhalb des Objektes. Da hast du nachher das Zwölfersystem als Grundlage, bezogen auf die Zeitlichkeit. Das war ja bei den Mayas eine Grundzahl. Die waren ja die Herren der Zeit, die haben ja in die Zeitlichkeit mit diesem Zwölfersystem geguckt. Weltlich gesehen hast du ja letztendlich dann, was ich ja auch schon darstelle, letztendlich nachher eine 20-Dimensionalität. Das war ja nachher wieder diese 20er. Die Mayas hatten ja viele, viele Kalender und viele Sachen und haben jeden Aspekt ja extra beleuchtet und extra entfaltet. Ne? Aber das ist ja alles in Vergessenheit geraten, das Ganze. Weil man jetzt alles nur. Aber das war auch notwendig. Man musste erstmal das kleinste I auch erkennen. Und darum war ja die Aufsplittung Ganz notwendig. kurz. Wie erklärst du Ja. das, Rainer, dass die Menschen früher 12 Finger hatten? Ja, das geht ja auch auf dieses Zwölfer-System. Und wie sagen Ja, wir das ist 10? eine Mutation, versucht ja letztendlich alle möglichen Wege letztendlich. Das war mal ein Versuch letztendlich, aber der hat sich ja nicht durchgesetzt. Und da ist man dann wieder zurück auf das Zehner-System gefallen. Man hatte den versucht wahrscheinlich. In der Phase der Transmutation sind ja auch alle informationellen Möglichkeiten gegeben, ne? Bloß wenn sich die Transformation dann wieder auf die Mutation, auf die Daseinserscheinungsweise und dann auf die Funktionalität zurückbesinnt, dann sieht sie ja erstmal wieder die wesentlichen Sachen und steuert wieder darauf zu. Es sind ja immer Steuerparameter. Es ist ja nichts, dass irgendwas total geregelt wird, sondern es wird immer ausgesteuert auf ein Optimum innerhalb einer bestimmten Lebenssphäre. Ne? Und da hat sich dann nachher das Zehnersystem durchgesetzt und darum hat man auch heute 10 Finger statt 12 Finger, weil der Daumen die besondere Bedeutung wieder hat. Du hast hier wieder diese Funktionseinheit und der Daumen bringt ja dann diese Fünfer-Sache zustande dann, was ja nachher in unserer Arbeit letztendlich dann sich wieder verwirklicht. Ne? Auch da hast du das schon wieder gegeben. 2 mal 4 und 2 mal 1 Daumen. Das Sind das denn auch so eine Kontraktionsprozesse, wo sich denn bestimmte Sachen aufweichen? ja, Ja, erstmal Versuche kommen? in der Denn Zuge der Neugestaltung hast du ja die 8, hast du alle Möglichkeiten offen, kommst aber dann zur 9 Kontra jetzt wieder. und dann wird bewertet in der neuen Qualität der Medialität. Hat das da noch einen Sinn? Bringt das da uns auch noch ein Optimum an Lebenspotenzial oder nicht? Und wenn es nicht ist, wird es ja, stoppt es dann aus, ne? Wird es ja dann mehr oder weniger negiert, ne? Darum ja. Darum ja die Transformationsphase, dass du das Alte rüberziehst ins Neue. Das macht ja die Neuen aus, ne? Ja, die nächste Stufe ist dann die 10, wo Die denn 10, quasi da diese kommst du ja neue wieder in der Ebene ist. Göttlichkeit an. Genau. Da wird es absolut bewertet nochmal, was du nur rübergezogen hast. Hat das nur auch nochmal Sinn, ne? Und kann das jetzt wirklich raus oder muss das da in der Grenze verbleiben und dann weg war's. Dann die Welle löscht sich dann selber aus. Das hat alles einen absoluten Sinn. Das muss begriffen werden. Und das kann man von den Zahlen 0 bis 9, beziehungsweise nachher 10 als neue 0, absolut schon darstellen als Funktionalität. Da ist noch keine
keine konkrete Struktur drin. Das ist ganz allgemein gehalten, ne? Gut, ich habe jetzt noch mal eine ja, Frage mehr zur Darstellung. Du hast hier einen Satz geschrieben, der lautet: Jeder Zahlenausdruck stellt in der wahrhaft ganzheitlichen und auf einer sich absoluten, nein, auch absoluten Einheit gründenden Informationsenergetik eine eigene, besondere und so weiter Qualitätsart dar. Genau. Weshalb hast du dann noch mal reingeschrieben, in der wahrhaft ganzheitlichen und einer nach auch absoluten Einheit gründenden Informationsenergetik? Das ist doch eigentlich die Voraussetzung des Ganzen. Nein, 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 nein. Du, es muss sich ja nicht auf diese Absolutheit selbst beziehen. Du hast ja auch viele, letztendlich auch Zahlen und Symbolausdrücke, die nur gelten für bestimmte Bereiche. Letztendlich beziehen sie sich immer, aber in der Deutung innerhalb eines bestimmten Kontexts hast du ja abgeschnitten von dieser Sache. Ne? Darum, du musst dann auch nochmal unterscheiden, ob das wirklich Wesensaspekte sind, die bis in die Absolutheit reichen, oder ob das bloß Daseinsdarstellungen sind, die uns überhaupt in der Kommunikation erstmal weiterhelfen sollen und da bestimmte Sachen rüberbringen sollen. Ne? Das muss man auch schon wieder, das ist auch schon wieder komplementär, das muss man auch schon wieder in der Komplementarität betrachten. Ne? Ja, guck mal, der heutige Fehler der Wissenschaft ist ja auch, man vermittelt letztendlich auf Buchstaben und so weiter das Niedergeschriebene, was ja schon längst überlebt ist, und versucht das den Leuten einzublöden. Dann werden sie Schubkasten, 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 und dann kriegen sie ihre Masken vorgesetzt und danach sollen sie handeln. Bloß bezogen auf das heutige Kapital letztendlich, damit sich das vermehren kann, damit die schön schaffi, schaffi, schaffi machen können. Für wenige Hansel von Menschen letztendlich. Es ist doch nicht so. Eine Wissenschaft müsste heute auch so aufgebaut werden, letztendlich, dass auch wieder letztendlich, dass jedes Symbol, was überhaupt mal auch in der Mathematik verwendet wird, genau dargestellt wird, in welchem Kontext es sich denn überhaupt zeigt. Welches Gesetz ist begründet, damit du dieses Symbol da gebrauchst. Und das wird ja auch nicht gemacht, ne? Das wird ja auch nicht gemacht. Und wenn es nach der Physik geht, musst du immer die Maßeinheiten mitnehmen. Und das wird auch in der heutigen sogenannten theoretischen Physik nicht gemacht. Da zeigt ja auch die Informationsenergetik auf, wie notwendig das eigentlich auch mal wäre, auch das alles aufzubereiten. Ne? Englisch hat mir ein ganzes Büchlein vorgezeigt mit mathematischen Symbolen. Aber wenn du nicht weißt, in welchen Kontext das einzuordnen ist, ist das Humbug. Ist das letztendlicher Humbug? Das bringt überhaupt nichts. Ne? Das ist ja die Schwerverständlichkeit, aber das ist ja heute bewusster betrieben, damit nicht alle auch dieses Wissen erlangen. Ne? Letztendlich die Schwerverständlichkeit bestimmter wissenschaftlichen Bereiche, indem man das einfach nicht sagt. Und nur Eingeweihte, die studiert werden, letztendlich da. Aber dann bitteschön auch wieder bloß Bildchen, 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 Bildchen von sich und kein zusammenhängendes Ganzes. Ne? Damit sie es gar nicht begreifen, was sie eigentlich sollen. Sonst würde heute die Revolution schon längst in der sind. Ne? Wir würden heute schon in der Gesellschaft der Partner leben. Denn Mieze, die hatte ich aber lieb, du. Mieze, ist das eine Mieze oder ist das eine Garderle? Mieze, wa? Ist ein Mädchen. Da sag ich doch Mieze. Ach, guck, da ist die Ja, ich nächste auch, ja. Mieze, die kleine Mieze. Das Das müsste auch aufbereitet werden, wenn man mal die Sachen, was die Informationsenergetik darstellt. Das bezieht sich jetzt auf diese Erklärung. Ne? Das, jedes Symbol muss in seinem ganzheitlichen Kontext auch dargestellt werden, damit man überhaupt jeder Mensch das auch letztlich auch begreifen lernen kann. Denn dann wird es wieder einfach, weil das sind sowieso bloß immer ganz kleine Bereiche danach betrifft, wo dieses Symbol auch zur Anwendung kommt. Gut, dann komme ich zum nächsten Punkt. Der Satz selbst ist eigentlich ja wunderbar formuliert und trotzdem wirft er Fragen auf, nämlich in den Begriff Art sind dann wieder die jeweiligen besonderen bzw. allgemeinen bewirkend wirkenden Existenzformen und die Bewegungsweise, also wirklich die gesamte Bewegungsfunktion, ganzheitlich integriert. Ja. In dem Zusammenhang möchte ich mal gerne erstmal wissen, was meinst du jetzt mit Existenzformen?
Existenzformen sind alle Formen, Formen, die wie du sich siehst. Genau. Alles, was Struktur nachher ist. Und alles, was. die Weise, die Bewegungsweise, das ist ja die Funktion, die die Strukturen immer wieder aufschmilzt. Ja, So. und Das ist ja auch wieder so eine Sache, was heute umgangssprachlich falsch gesehen wird. Was ich ja auch wieder auf diese normale und auf die wahre Bedeutung zurückführe. Heute sagt man immer Art und Weise. Das ist doppelt gemoppelt. Gut. Weil in der Art wird ja einmal die gesamte Dynamik integriert. Das ist ja das, die Bewegungsweise. Und die Statik, was sich strukturell darstellt, also dynamisch zeigt sich funktional und die strukturell zeigt sich in gewisser Statikform, das sind ja diese Existenzformen danach, aber. Und das wird ja schon in der Art vereinigt. Also braucht man nicht sagen Art und Weise, dann hat man ja die Bewegung zwar doppelt ausgedrückt, aber dann ist man schon wieder zu viel in der Redundanz, in der Weitschweifigkeit. Und ich bringe das ja auch wieder auf den Wesenskern, auf den I-Punkt zurück, dass ich sage, in der Art steckt schon sowohl das eine als auch das eine, die gesamte Komplementarität drin. Gut, das heißt Das also. drückt der Satz aus. Und bei der Struktur hast du natürlich dann auch wieder diese Komplementarität, was du bei der Funktion nicht hast. Bei funktional hast du nur das eine I letztendlich, was sich aber immer wieder durch seine verschiedenen Erscheinungsweisen denn anders darstellt, strukturell denn anders darstellt. Ne? Darum hast du nur die eine Bewegungsweise, aber du hast verschiedene Strukturformen letztendlich. Ne? Gut, auf jeden Fall ist also dieser Begriff Art dadurch sehr viel differenzierterer zu sehen als in Sauber der definiert, Biologie ja, der verwendet. Redundanz genommen, genau. Diese Weitschweifigkeit, wo es dann nachher sich wieder verwischt und nicht mehr klar deutlich ist, was steckt eigentlich im Begriff Art drin, ne? Ja, was habe ich denn dann als nächstes? Die Art selbst stellt im Rahmen der Informationsenergetik stets eine Zusammenfassung der Existenzweise. Das beinhaltet die Bewegung bzw. Dynamik mit bestimmten Existenzformen. Das betrifft also die Struktureinheit, die Ganzheitsgestalten. Ja, gut, das ist Habe ich dir immer gerade noch erklärt, mal, genau. immer noch mal eine Umschreibung. Ja, das ist nochmal eine Erklärung, damit du den vorhergehenden Satz auch verstehen lernst. So, die vier Phasen der Seinsschöpfung, das hatten wir Haben wir schon. schon durch, ja. Ach ja, das ist nochmal ein interessanter Punkt. Du sprichst da dann über die Interaktion und Wechselwirkung bestimmter Zeitteile in Klammern I-Entitäten Ja. widerspiegelt. Bisher hast du in dem, was immer, wenn du von Moment, I-Ebenen gesprochen hast, kam der Die Begriff. imaginäre Einheiten IE. Ja, und jetzt sprichst du von Zeitteilen. Was also ist in dem Zusammenhang eine I-Entität? Imaginäre Einheiten sind immer schon Beziehungsgefüge, was ich vorhin dargestellt habe, was anfängt mit minus 1 und plus 1. Und die Entitäten sind für sich einzeln genommene I-Zeitteile. Nur das I für sich genommen. Das unterscheidet nochmal diese Entität letztendlich von der Einheit. Eine Einheit fasst ja schon halt was zusammen. Ja, Das fängt ja erst bei zwei an, überhaupt eine Einheit zu werden, wenn man so will, ne? Darum ja. hast du ja I hoch 2, was ja minus oder plus 1 nachher ist, wobei es in der Phase ja wirklich nur aus 2 mal 2 besteht, weil ja das bloß eine Drehrichtungsbezeichnung, das Plus und Minus in der Phase der Darstellung da war. Ne? Aber man muss die Einheit wieder von den primären Entitäten unterscheiden, ne? Die für sich nochmal sind, nackt für sich darstellen. Warum sage ich da? Ich habe ja nach weiterer Entwicklung, kannst ja dann diese Sinnen immer weiter bis ins Unendliche auflösen und dann hast du ja Bereiche, wo es diese ganzheitliche Umhüllung überhaupt nicht mehr gibt, letztendlich. Und das ist ja dann nachher die Mathematik des Imaginären, was ich ja auch schon in meinem Buch da anfange darzustellen. Ich bringe ja eine ganz vollkommen neue Mathematik rein, weil ich ja eine vollkommen qualitativ neue Zahlenqualität, die reinen imaginären Zahlen habe, wo die Addition und die Multiplikation immer gleich sind, wo da überhaupt ja keine Unterscheidung ist. In unserem Raum hast du doch nur zwei Ebenen, wo diese Unterscheid Ununterscheidbarkeit gegeben ist.
Das ist einmal auf der Ebene der Funktionseinheit. Beachte, Funktionseinheit. Da hast du aber nur eine Entität als Basis, die du ja jetzt als 2 bezeichnest, wo das Plus Minus schon zusammengefasst sind, was ja denn 2 plus 2 gleich 4 gleich 2 mal 2 ist. Und du hast die Funktionsganzheit. Da hast du ja die Strukturganzheit als Basis drum. Da hast du also 1, 2, 3 als Basis. Und dann hast du 1 plus 2 plus 3 gleich 6 gleich 1 mal 2 mal 3. Nur diese beiden Ebenen hast du in unserem reellen Raum gegeben. Aber im Imaginärraum trifft das für alle Existenz dort zu. Ne? Und das ist natürlich eine ganz andere Mathematik, die dann dazu kommt. Die geht ja noch über die hyperkomplexen Zahlen, Ganzheiten, wie die Quaternionordnungen sind, weit hinaus. Das ist ja das, was ich in meinem Buch dann immer darstelle und wo ich dann auch auf dieses unendlich Stell, was das positive plus i ist, und das Unendlichkeitsstell, was das negative i ist. Und zeige dann auch auf, dass von der Potentialität in diesem Imaginärraum dieses Unendlichkeitsstell eine höhere Potenz hat als das Unendlichste. Und so weiter. Das hängt dann alles zusammen. Ich sage, ich entwickle gerne eine vollkommen neue Mathematik, auch gleichzeitig mit der Information. Ich komme ja nicht drum herum, letztendlich. Ne? Weil denn endlich auch mal die Zahlenqualitäten zur Ganzheit geführt werden. Bisher hat man ja 7 Zahlenqualitäten, und das ist genau die 8. Zahlenqualität, die ich hinzubringe. Die ist ja in meinen Darstellungen, in meinem dargestellten Bild. Ne? Auch da geht die Informationsenergetik weit über alle bisherige Wissenschaft, auch selbst über die Mathematik, der bisherigen Mathematik hinaus. Und weshalb müssen das Zeitteile und nicht zum Beispiel Raumteile sein? Ja, Raumteile sind ja dann die Zeiteinheiten sind ja Raumteile. Also diese i Zeit Quadrat minus 1 mal ein. minus 1 ist ja dann plus 1, wenn du so willst. Also im Raum hast du ja diese i Quadrateinheiten, was ja die Zeiteinheiten sind innerhalb des Raumes als Ganzheit letztendlich, was man ja, wo man ja die Grenze, i Quadratgrenze bei uns als Magnetfeldlinien sehen, die ja eigentlich aber Flächen sind, was ja i Quadrat schon aussagt. Wir sehen ja bloß, weil man in dieser Vierdimensionalität oder kleinen Vierdimensionalität nur drei Dimensionen in der Weise gucken und die vierte nicht sehen. Das ist ja auch das Dumme. Die Relativitätstheorie geht ja tatsächlich von Vierdimensionalität aus, sieht bloß die Zeit noch nicht richtig, weil er nicht reinblickt in den Zeitkörper letztendlich, ne? Was ja die Informationsenergetik macht. Und da hast du natürlich dann im Raum, die Teile sind im Prinzip die Zeiteinheiten, und im Zeitmedium sind die Teile, die imaginär die Entitäten. Und die Einheiten sind dann die i Quadrat, die Zeit. Muss mal. Reinhard, lass uns bei der Gelegenheit noch mal kurz über das Zehner- und Zwölfer-System reden. Ja, das habe ich aber schon mal gesagt. Das eine ist eine Einfaltung von 60 durch 5 letztendlich auf 12. Ja, Und das andere genau ist ja da. die Entwicklung 1 plus 2 plus 3 plus 4 zu 10. Ja. Das bezieht sich ja auf die Funktionalität, auf diese Existenzbasis, ne? Die sich ja als bestimmte Dauer denn bei uns zeigt. Ne? Wohingegen sich das Zählersystem auf die Strukturganzheit, so wie sich das hier zeigt in unserer Welt, zeigt, mehr oder weniger. Ne? Wobei ja Funktion und Struktur über diese beiden Ebenen zusammengefasst werden. Ne? Also du sagst, das Zwölfer ist Funktion und Zehner Nee, der Struktur. Zwölfer, die Verwirklichungsbasis oder die Interpretationsbasis des Zwölfer-Systems ist die Zeitmedialität. Und die Verwirklichungsbasis des Zehner-Systems, das ist die Raummedialität. Es ist in verschiedenen Medialitäten, zeigt das die Entfaltung oder Einfaltung auf. Ne? Und darum einmal 12 und einmal 10. Wo kommen denn die 60 und die 5 her, um auf 12 zu kommen? Ja, 5 mal 12 sind 60. Ja, das ist mir schon klar, Das ist aber. im Prinzip der Lebensquellimpuls bezogen auf diese Zwölfdimensionalität, wenn du so willst, auf die Zwölfer-Einheit. Die Zwölfer-Einheit hast du ja auch schon mal in der Welt nachher verwirklicht. Denn Einstein, wenn du da mal diese drei Raumdimensionen und nur eine Zeitdimension zusammenfasst, hast du ja schon wieder 14 Dimensionen, indem du 12 Dimensionen, da hast du wieder die 12, und da oben hast du eine Außenschale und innen hast du einen Punkt noch. Da bist du wieder auf 14. Das ist das.
Aber das zeigt ja im Prinzip einen bestimmten Zeitkörper nachher mehr oder weniger an. Ne? Das zeigt bezogen auf den Zeitkörper und nun die Zehner ist mehr so auf die Entfaltung im Raumvolumen letztendlich bezogen. Weil dann nimmst du ja schon die letzten Sphären oben schon wieder weg. Deutsche sagst du, und guckst dir wirklich bloß noch. Das ist im Prinzip, wenn man uns mal so bitte sieht, du lässt die göttliche Ebene unten weg und lässt oben dann nachher auch schon die Transformation weg, weil du bewegst dich ja noch in den Raum. Du gehst nicht über diese Transformationsphase hinein, sondern bloß bis an die Transformationsphase ran. Ne? Weil dieser Negationsakt ist ja schon wieder ein zeitbedingter Akt. Ne? Und die Mayas waren Herren der Zeit und da galt die 12 als Basiszahl. So, und Überhaupt. den hast du die 14, was ich gerade dargestellt habe. Und die 14 wird ja schon wieder von außen von der Funktionsganzheit gesteuert. Da musst du ja schon wieder noch 6 dazu nehmen und dann bist du nämlich bei der 20 bei den Mayas. Das Wesen der 20, was dann wieder drin steckt. Das hat alles seinen Grund, warum die Mayas diese Zahlen als heilige bzw. als besondere Zahlen auch gesehen haben. Denn, ne? Waren die ziemlich schlau, ne? Die waren mächtig schlau. So, die waren mächtig schlau. Jetzt sind die So, Print. wenn du ihnen die Nullphase weglässt, letztendlich, wo bist du dann? Wenn du bloß das Dasein für sich betrachtest, dann bist du nichts weiter als bei der 13. Das ist wieder die Reihe der 13, was die Mayas auch in ihren Kalender wieder dargestellt haben und anders. Die waren schlau, also denke mal nicht, gerade die alten, naja, guck mal, in den alten Zeiten, die durften ja auch, wenn du so willst, auf unsere Zeit bezogen, auch ein paar hundert Jahre leben. Die erreichten ja ein ganz anderes Alter und konnten natürlich dann eine ganz andere Widerspiegelungsqualität in ihren Lebensreigen auch erzielen. Ne? Wir sind ja nicht die erste Rasse auf dieser Erde, was uns immer eingebläut wird. Ach, da gab es schon Zivilisationen, die über das Wissen hinaus sind, wo wir erstmal bitteschön hinkommen wollen. Ne? Das Das heißt, ist. wir müssen eigentlich alles neu erfinden. Nein! Das ist ja das Schöne. Es war ja schon alles da. Wir müssen uns bloß rückbesinnen auf das, was schon da war. Und das auch alles so integrieren. Ich integriere ja auch die Ansichten der Mayas und anders in die Informationsenergetik. Es geht heute darum, nichts mehr wegzuschmeißen. Aber bitteschön, das, was ist, nicht als Wirrwarrhaufen liegen zu lassen, sondern wirklich dann zum Mosaik Gesamtbild zusammenzufügen. Und da braucht man jedes. Guck mal, wenn du aus diesem Mosaik einsteigen hier raus, hast du auf einmal ein schwarzes Loch, wo du nicht mehr drüber raussachen kannst. Du brauchst alle Mosaiksteinchen. Und die haben wir ja im Zuge unserer bisherigen Entwicklung letztendlich alle für uns kreiert. Bloß bisher haben wir immer, wenn sich's nicht mehr gezeigt hat, wenn es irgendwelche anderen Erscheinungsweisen war, weil wir in andere Sphärenebenen gekommen sind, wir sind ja in den Zeitkörper in immer neue Sphärenebenen gekommen, dann haben wir dann gesagt, ach, das falsifizieren wir mal und das schmeißen wir einfach weg. Und ich sage oft, nee, das Wegschmeißen war falsch. Man muss es bloß begreifen, in welchen Rahmen gilt das und das ist heute nach wie vor gültig. Das hat seine Gültigkeit, seinen Wahrheitswert für diesen Kontext nicht verloren. Das ist ja auch, was die Informationsenergetik neu aufzeigt. Das zeigt auch auf, warum es überhaupt die verschiedenen Wissenschaften gab, warum es die verschiedenen Theorien gab, die ja immer bloß einen bestimmten Bereich des Ganzen abgreifen, um die ganze Komplexität so heruntertransformieren, dass es auch der normale Mensch vielleicht noch ein bisschen begreifen kann. Ist nur der unserer Kommunikationsweise geschuldet. Wir haben ja bloß ein paar Neuronchen da. Das ist doch nichts im Vergleich zu dem. Guck mal, wenn du bedenkst, dass in einem Planck'schen Wirkungsquantum 10 hoch 50 Freiheitsgrade sind, wie willst du die alle gleichzeitig darstellen? Da hast du doch gar nicht mal deine Neuronchen, dass jedes Neuronchen hier besetzt ist. Also es schafft es nicht. Darum muss ja die Quantenphysik mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung arbeiten. Die kommt ja nicht drum herum. Aber das ist ja unsere Widerspiegelungsart und Weise geschuldet, also unsere Widerspiegelungsart, wo ja die Bewegungsweise und Formen mit drin ist, geschuldet, ne? Vor allen Dingen den Formen, weil wir ja nur bestimmte begrenzte Anzahl von Neuronen nun mal haben. Ne? Das ist nicht an sich so gegeben, wie man es heute in der Quantenphysik dann immer interpretiert. Ne? Das ist nur eine reine Sache unserer Widerspiegelung.
wo es sich dann anders zeigt. Und dann sagt man dann immer, Materie ist verschwunden und so weiter. Nee, wir können bloß die Rückseite nicht sehen, weil es gerade hinter einer Ebene in dem Moment abgetaucht ist und keine Leuchterscheinung mehr verursacht. Aber da ist es ja nach wie vor, es wird bloß vor uns unsichtbar. Faszinierend. Es ist schon ein faszinierendes Ding, das Universum also. Aber es arbeitet mit einfachsten Mitteln und Sachen. Und wir Menschen sind so weit begrenzt letztendlich, wie gesagt, wir sind ein Fünkchen von der Göttlichkeit haben wir in uns. Und darum dürfen wir uns ja bitteschön dann auch in voller Demut der gesamten Gottesnatur zuwenden und sagen, naja, aber dir Dank sagen, wenn wir wirklich so weit blicken dürfen. Ne? Also ich bin ja da dankbar, dass ich das durfte und darf. Auch wenn sie mir immer noch nicht die finanziellen für diese Gesellschaft hier, die Bande. Aber das ist ja mein Leben. Von Kind auf an war das ja mein Leben. Und das wusste ich ja von Anfang an. Ich habe ja Gott sei Dank das schon von Anfang an gewusst. Manchmal muss ich erst mal hinsetzen und seine Lebensaufgabe erkunden. Und das ist natürlich auch eine schöne Schwerstarbeit, bevor er denn wirklich auf den Kern der Sache kommt. Ne? Und dann kommt es so, dass die Gesellschaft nicht dem zuträglich ist. Ne? Der wird da so noch untergebuttert und so. Das ist ja nun mal so. Und da musste ich ja im Ruhigen arbeiten und durfte ja auch nicht in die große, weite Welt aussteigen. Darum wurde der Artikel von 2004 ja nochmal zurückgezogen, wo denn der Chefredakteur gemerkt hat, dass er da die Physikbücher, Chemiebücher, Biologiebücher neu schreiben müsste. Hätte er das veröffentlicht, wäre ich vielleicht damals schon berühmt geworden. Aber ich hätte überhaupt gar nicht die Bücher mehr schreiben können, um das so auszuformen, wie es heute in der heutigen Form vorliegt. Und mein Rokoschen, da ich ja nicht die schönen Grafiken immer anfertigen konnte. Ich hatte da noch mit Hand im ersten Buch Hand gemalt drin und so weiter. Ne? Das war, warum es uns zusammengebracht hat und so weiter. Ne? Das hat alles seine Bewandtnis. Oder ich wollte 2004 endlich mal Einsteins Original lesen. Da komme ich in Magdeburg, in Zittikaree, in die Buchhandlung und mich zieht förmlich auf dieses Regal zu, wo die Klassiker der Physik von Hawking lagen, wo die Originalarbeiten von 5 und 15 abgedruckt waren. Und ich konnte diesem Einsteinchen mal auf die Schliche kommen. Was hat er richtig gesagt? Er hat vieles richtig gesagt, was auch verkannt wird heute. Aber wo waren seine Grenzen für die damalige Zeit? Ja. Und dieses Wissen letztendlich, was ich heute offenbare, kannst du wirklich erst offenbaren, wenn du auch die gesamte Trinität erkannt hast. Und dazu musst du wirklich vollinhaltlich die existierende Informationstheorie voll auf die Physik beziehen. Und das hat ja vor mir auch keiner in dem Maße auch gemacht. Ne? Und der Shannon hat es ja bloß auf die Computertechnik angewandt. Diese Informationstheorie. Und ich habe gesehen, aha, hier ist ja einiges drin, was man noch total direkt auf die Welt beziehen kann. Und das habe ich gemacht. Und da kam die Informationsenergetik raus. Aber das ist ja immer historisch bedingt. Auch ich habe meine Scheuklappen irgendwo. Aber weil diese I nur so flexibel ist. Ich schlüpfe ja immer wieder durch und schiffe alle so eine Kurven und so weiter und schiffe alle Klippen letztendlich. Darum bleibt ja, wenn man sie richtig sieht, die Informationsenergetik ewig weiterentwickelbar in Bezug auf die Strukturvielfalt. Ne? Die gilt es ja nach wie vor zu erkennen. Also die Mathematik beginnt jetzt überhaupt erstmal richtig von der ganzheitlichen Ebene aus zu arbeiten. Die Physik beginnt erstmal ganzheitlich und so weiter. Es sind ja Verständnisaspekte drin, um das auch alle existierenden Wissenschaften auch weiterkommen. Und wieder eine Offenheit. Ich löse damit die bisherigen Denkmauern, diese Dogmen ja auf. Ne? Aber das nimmt man mir ja immer übel in der Hinsicht. Ne? Die Schneiderlinie hat ja dann auch in meinen E-Mails da so einiges anecken lassen, sozusagen. Sie sehen, dass sie denn immer letztendlich, dass ich so überheblich oder wie bezeichnet wird das? Also, dass ich versuche, denn die anderen Leute unterzubutten und zu zeigen, die wären nichts. Nein, das ist doch gar nicht so. Aber das kommt natürlich so an, weil wenn ich mich jetzt habe ich mich ja im Netjournal da auf einen Artikel bezogen, wenn ich sowas mache, dann beziehe ich mich ja bloß auf die Sachen, die ich anders sehe. Und das sind ja bloß Denkanstöße, damit auch die Leute mal weiterdenken letztendlich und
Was sie davon annehmen, obliegt ja denen alleine. Da habe ich ja keinen Einfluss drauf und will ich auch gar nicht haben. Ne? Das sind ja Denkanstöße, das sind ja keine Kritiken in dem Sinne, sondern wirklich nur Impulse, Denkimpulse, um ihre Verfestigung letztendlich aufzuschmelzen, damit sie auch selber weiterkommen. Ich helfe sie ja nur. Aber auch Ingrid sieht das immer noch so. Die hat sich seitdem ich mich da gemeldet, aber noch nicht wieder gemeldet. Das ist ja die heutige Denke, gleich Kritik und jetzt will er den Wissenschaftler kritisieren, den Wissenschaftler. Ja, jeder hat doch seine Masken vor sich und seine Denkschema da vor sich letztendlich. Ich versuche bloß immer, wo es sich verfestigt, durch meine Impulse das wieder aufzuschmelzen, damit die selber weiterkommen. Ich helfe sie ja, um selber weiterzukommen. Nichts weiter mache ich, ne? Aber es wird immer negativ gedeutet als Kritik, was es ja gar nicht in dem Sinne ist. Ne? Sind Gedankenimpulse aus meinem Wissensstand offenbare ich die, damit sie dann letztendlich vielleicht, wenn sie sie annehmen, auch selber in ihrer Denke weiterkommen. Ne? Und so muss man das auch heute verstehen, ne? Und begreifen. Vielleicht begreifen sie es irgendwann mal. Ich bin auch nicht allwissend. Ich habe eine hohle Nuss und weiß gar nichts, aber ich kriege ja dann Gott sei Dank alles geflüstert. Und wenn ich mir das selber dann immer mal wieder durchlese, ach was, das hast du mal alles niedergeschrieben. Das, wo kommt denn das mal alles her? Das hast du doch schon längst alles wieder vergessen. Aber nun gut, dass ich das vergesse. Sonst hätte ich ja auch keine Freiräume, um Neues auch zu integrieren in dieses komische Klavier, um da neue Musiken noch spielen zu lassen. Ne? Das ist ja, darum habe ich ja so eine schöne große hohle Nuss. Ist so. Wo du das gerade sagst, Reinhard, ich hatte letztens nicht was gehört. Ja. Da haben sie Leuten, die sind gestorben, haben sie obduziert und dann haben sie festgestellt, dass sie gar kein Gehirn hatten, sondern den ganzen Schädel voll Ja, mit das kenne ich Platten. auch und du musst dir ja vorstellen, das ist ja das, wo, wenn du über den Vakuumraum, wo ja alle imaginären Entitäten noch für sich sind, die du ja ordnen könntest letztendlich, arbeitest, dann könntest du ja eine höhere Bewusstseinsgrad haben als mit unserer auskondensierten Masse letztendlich, ne? Wenn man es mal. Das ist ja das, was der John von Neumann schon gesagt hat, als der rechnende Raum, den wir irgendwann ja auch mal in der Quantenphysik bei den Quantencomputern dann auch nutzen werden. Aber das ist auch noch Zukunftsmusik letztendlich, ne? Das steckt ja dahinter, ne? Warum ja? Wir brauchen eigentlich diese Verfestigung in unserer Waffe, brauchten wir nicht. Aber wir müssen sie heutzutage, weil unser Wissen nur so beschränkt ist und so weiter. Und damit wir überhaupt weiterkommen, brauchen wir ja den Kontakt zur Akasha-Chronik. Und wir legen ja immer bloß diese Verzeichnisse ab, wo was in der Akasha-Chronik zu finden ist. In unserer dynamischen Bewegung wird das ja durchschleudert und wir erkennt das Bild nicht mehr, als wenn du dich im Kreise drehst, da siehst du ja auch deine Umgebung nur noch verschwommen. Dazu musst du dich ja natürlich dann selber ruhig stellen und dann guckst du wieder direkt in die Akasha-Chronik und dann siehst du, was da ist. Und das kannst du dann wieder anwenden in deinem aktuellen Lebensbereich. Da ist ja alles da. Im Zeitkristall ist alles immer existent da, für uns da, lesbar für uns da. Aber wir müssen uns ruhig stellen. Sonst können wir das nicht erkennen. Ne? Wir müssen unser Ichlein zur Ruhe zwingen, damit es auch wirklich einen deckungsgleichen Kontakt mit dem Selbst aufnehmen kann. Und das hat ja sowieso immer die Anbindung bis zur Göttlichkeit. Ne? Das steckt ja nur auch wieder da dahinter. Ne? Manche machen es über Meditation und so weiter. Gott sei Dank brauche ich das nicht. Wenn ich was brauche, dann kriege ich das einfach gesagt und jetzt wurde gezeigt. Ja, jetzt habe ich auch wieder einen Vorteil gegenüber vielen anderen. Aber das obliegt ja meiner Aufgabe. Und jeder kriegt immer das mit, was er für seine Aufgabe braucht. Und da kriegt er alles mit. Immer alles mit. Ne? Was er davon selber nachher verwirklicht, das obliegt ihm. Und er muss die Konsequenzen dann auch aus seinen Entscheidungen tragen. Entweder er muss die Schule nochmal machen oder er darf dann auch weitergehen und neue Erfahrung machen im nächsten Lebenszyklus. Ne? Das ist doch auch schon wieder, wenn du das mal bedenkst, wenn wir wissen, dass wir ja nicht bloß die Maschine sind, dass das, was wir als Maschine betrachten, ja nur unser Zeitreisefahrzeug ist oder unser Zeitreiseanzug ist, mit dem wir uns in der Welt begeben und dass wir unsterblich sind. Wenn dann Leute sterben, dann gehen wir doch ganz anders ran, dann trauern wir, ja, jetzt sind wir weggestorben. Dann sind wir doch wieder da, wo die Urvölker waren und sind gesagt, ach, der ist zum großen Manitou aufgestiegen und feiern Freudenfeste. Ne? Das ist doch jetzt bloß, weil wir denken, es wird abgeschaltet, Ausschluss, Ende, ah, jetzt ist er tot. Ja, der ist ja nicht tot.
Das ist ja das, wo du dann auch wieder Kontakt aufnehmen. Aber die, das sind natürlich dann in ganz anderen Sphären existent. Ne? Manche merken ja noch nicht mal, dass sie sterbseln, weil sie einfach zurückgeworfen werden, das alles vergessen haben und nochmal, die merken noch nicht mal, dass sie tot sind. Ne? Das ist deutsche Sache. Da gibt es ja auch Bücher drüber, die das schön beschreiben und so weiter. Ne? Aber mit der Informationsenergie, die kannst du da erklären, warum und was da wirklich passiert. Ne? Auch die ganzen Rückführungen. Was ja keine Rückführung sind, der ist ja nach wie vor in der Welt hier und so weiter existent, der ist ja nicht in der anderen Welt. Nein, resonativ wird bloß über die Geistigkeit in Kontakt aufgenommen, er blickt mit den Auren in den anderen Räumlichkeiten in die, und sieht dann das da. Ne? Und die natürlich, wenn sie auf unserer Zeitlinie, wesentlich auf unserer Zeitlinie, so aussehen, als wäre es bei uns. Es sieht so aus, als wäre der mal vor 200 Jahren da, der und der war und so weiter. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Ist wie Fernsehen einfach, ne? Ja, ja, genau. Du guckst ja auch, ne, jetzt nach anderen Ländern da drin, aber du bist ja nicht in den anderen Ländern letztendlich. Du Ja. guckst bloß mit deinem Fernseher da drüben. Genauso ist es hier. Und ob es Wahrheit ist oder nicht, was da kommt, kann ich auch schlicht Das beurteilen. kannst du auch nicht beurteilen, da müsstest du selber da sein. Was wir uns da Ja. manchmal so zusammenquatschen, da auch von den Nachrichten her. Darum muss man sich da auch zurückhalten, weil das können wir ja gar nicht wahrheitlich bewerten, weil wir das nicht selber leben. Nur was wir selber leben, können wir auch wirklich bewerten. Wir können dann auch bloß Selbstkritik stellen für uns andere. Andere können wir gar nicht mal kritisieren, weil wir die Gesamtheit, warum das so passiert und dass die jetzt so sind. Es kann ja sein, dass die genau die Aufgabe haben wollten, dass sie jetzt als Bettler hier umher, um andere Leute zu zeigen, aha, da gibt's was, also da müsste man doch irgendwie da und da ein Schräubchen drehen, damit solche Erscheinungsweisen dann zukünftig in der Gesellschaft nicht mehr aufdauern. Das sind ja immer bloß alles Denkanstöße zur Erfahrungsgewinnung. Was anderes ist das ja alles nicht. Aber wir wissen ja nicht, warum der jetzt da als Bettler durch die Welt läuft. Und manche Bettler sind zufriedener als so manch reicher Millionär, unzufriedener ist. Der hat sein Wohl Essen. wahr. Ja, darum ja. Und er ist für sich in seinem Innersten zufrieden. Und, aber das ist ja wieder eine Sache, wo wir keine Einblicke haben auf die ganze Zeit. Hinterher sehen wir es dann immer wieder, was richtige Entscheidung war und eine falsche Entscheidung. Wie sich dann nachher zeigt in der Erscheinungsweise, wenn die Konsequenzen auf uns zurollen aus bestimmten Entscheidungen. Dann sehen wir es. Dann können wir aber immer noch wieder Steuerparameter setzen, um überhaupt die Katastrophe zu verhindern. Dann müssen wir neue Steuerparameter setzen, damit sich im Prinzip diese Problemchen oder diese Aufgaben, das sind ja erstmal bloß Aufgaben, die sich uns zeigen, nicht erst zum Problemchen auswachsen oder ganz nicht zur Katastrophe. Manchmal muss ja die Obrigkeit uns durch den Arsch dorthin, damit die große Masse sich überhaupt in Bewegung setzt, in der Richtung, wie sie es will. Ne? Ach, siehst du ja jetzt. Ja, du kannst sogar Ja, auch denn die. wir sind jetzt immer noch in Phase der 19, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, von der gesellschaftlichen Beziehung her. Und da kriegen wir jetzt natürlich unsere Arschtritte, um endlich auch mal aufzuwachen, letztendlich. Aber das kommt ja von innen heraus. Da brauchen wir uns außen überhaupt nicht drum kümmern. Da sage ich ja auch immer, minus 1 mal plus 1 ist ja minus 1 hoch 3, das verstärkt ja die Kraft. Aber plus 1 mal plus 1, das ist plus 1 hoch 2, das verstärkt die positive Kraft. Ne? Und minus mal minus ist ja plus 1, die bringt sich schon ganz von alleine um. Da brauchen wir uns überhaupt nicht drum zu kümmern. Das regt uns bloß auf und hält uns von unserer eigentlichen Lebensaufgabe ab. Wir müssen das wahrnehmen, was passiert, damit wir ja auch wissen, welche Erscheinungsweisen sind gerade da, um auch selber Steuerparameter setzen zu können. Ne? Aber wir müssen uns nicht einlassen mit dem ganzen Quatsch, der jetzt passiert. Ne? Also nicht mit den Demonstrationen da unbedingt mitlaufen, das ist ja auch nicht immer zielführend und zielbringend. Ne? Ist ja manchmal auch bewusst so betrieben, wie jetzt die organisierten Demonstrationen gegen rechts, das ist ja gesteuert. Von der Obrigkeit gesteuert, um da noch mehr Reibung in die Gesellschaft zu bringen, letztendlich, um ihre Zwecke zu verwirklichen, ne? Und nicht die Zwecke oder die Aufgaben zu erfüllen, die eigentlich jetzt anliegen, ne? Die Gesellschaft der Partner, wirklich die gesellschaftliche Umgestaltung, qualitative Umgestaltung, in allen Beziehungen, ne? Letztendlich da. Ne?
Aber auf der anderen Seite siehst du ja auch, dass die Leute jetzt, die Bauerndemos, die fangen ja durch die Branchen weg an, irgendwie zusammenzumachen und sie zu sympathisieren. Das ist ja schon eigentlich diese Ja, das sind schon, Gegenbewegung, die, ich sagte, ja. 2024 kommen ja schon die ersten Ja, Keime dieser ja. Partnerschaftlichkeit zum Tragen und werden sichtbar. Und darum hoffe ich auch noch, dass ich auch noch in diesem Jahr eine gewisse Anerkennung der Informationsenergetik kriege, weil die Zeit jetzt wirklich 2024 reif dann dazu ist. Jetzt kann das in die Welt, auf Deutsch gesagt. Jetzt sagt die 24 ja aus, dass die Komplementarität endlich zur Funktionseinheit findet. Das ist ja das, was dieses Jahr ansteht. Und was überhaupt auch im Jahr ansteht, 2024, ne? Jo, war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Also ich danke dir erstmal, Sigmar, dass du heute so schöne Fragen gestellt hast. Wie Ich gesagt, danke dir auch. ich liebe so eine Zusammenkünfte wie uns, so eine Workshops, wo wir kreative Gedanken uns austauschen können, was dich weiterbringt, was mich auch weiterbringt. Ich sehe ja dann, wie es aufgenommen wird oder beziehungsweise wo ich noch nachsteuern muss, was ich noch äußern muss, damit ihr auch weiterkommt mit euch. Bringt uns ja beide immer gegenseitig was. Und wie gesagt, das hat ja überhaupt nichts mit Kritik zu tun, sondern das hat mit gegenseitigen Kommunikation auf Augenhöhe was zu tun und nichts weiter. Und so muss das auch endlich mal auch begriffen werden, was ich so äußere. Ich beziehe mich ja bloß auf die Aspekte, die ich anders sehe. Wenn ich alles andere nochmal nachbeten soll, naja, was soll denn das? Das ist ja das, die, das ist immer die, die alles immer gut heißen. Ah, ja. Na, das bringt uns doch nicht weiter. Uns bringt doch nur die Unterschiedlichkeit der Ansichten weiter, damit wir uns kommunikativ verständigen können. Was ist, steckt dahinter? Und das formt ja das erstmal insgesamt aus dann, ne? Ja, genau. Ja. Also da danke ich dir, dass du heute so schöne Fragen. Das ist ja das erste Mal, dass du wirklich so Fragen, ja, ne, doch, über die Relativitätstheorie hast du schon einige Fragen mal gestellt. Ja, ne? Ja, und ich danke dir für deine Antworten. Ja. Ich habe das Gefühl, dass mir einiges klarer geworden ist. Von Mal zu Mal Ja, wird das so, ja. ich werde sehen, wie es dann weitergeht, was als nächstes gefragt werden muss. Naja, und du schläfst ja auch drüber. Dein Unterbewusstes arbeitet ja auch. Auch dein Unbewusstes steuert dir deine neue Information bei und so weiter. Ich kriege sie ja dann immer meistens beim Aufwachen. Dass ich da wieder kritzeln darf und Rocco darf wieder aktiv werden. Ja, aber das ist ja das Schöne an unserer Zeit. Darum sind wir ja heute hier inkarniert. Das ist ja so eine interessante Zeit. Das ist ja nicht so langweilig wie manchmal. Da ist der Sohn der Beruf des Vaters und immer wieder derselbe Kreislauf. Das wäre doch für uns heute total langweilig. Überhaupt gar nicht interessant. Ne? Das Ja. Interessante ist ja gerade dieser Wechsel, dieser Wandel. Aber die Angst kommt ja darauf, weil man das Ziel noch nicht so sieht, letztlich. Ne? Und wenn man aber erstmal darstellt, welches Ziel sein könnte, wenn man sich so und so entscheidet, was ja die Informationsenergetik ist, dann wird doch das auch wieder ruhiger letztendlich. Ne? Und dann kann man sich endlich auch seiner Lebensaufgabe widmen, ne? Und die auch dann verwirklichen. Und wird auch nicht mehr weiter abgelenkt. Ne? Ja. Meine Freunde, Schön. war wieder schön mit euch. Danke Ich dir. jetzt wieder hoch, ja, dass ich das wieder Ja. bearbeiten kann, das Video. Ja, klar. Wunderbar. Also, Dankeschön. So, in Ne? diesem Sinne, Danke gehabt euch schön. wohl. Ja, euch Ja. auch. Ja, Ja, ciao. bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.